hier gerade im Ferry Terminal und wir haben gerade wie Rabeneltern unsere Kinder abgegeben, weil die Fahrräder in irgendeinen so LKW mit den ganzen Koffern verfrachten lassen. Und oh, ich bin echt ein bisschen unentspannt. Irgendwie habe ich schon mein zweites Schaltauge dran und ich habe kein drittes dabei. Das war doch echt nicht schlimm, oder? Sind wieder da! Ich bin einigermaßen begeistert, dass alles noch intakt ist. This is the Republic of Ireland. And there is Stevie entering Ireland. Aber hier gibt es eine fette Cycle Road. Das ist ja auch schon mal nice. Hallo! This is our first Guinness. Everybody sing it! Dublin, traffic jam in the morning. Und jetzt machen wir uns auf den Weg Richtung Westen, Richtung Galway. So, hier werden wieder Räder geflickt. Ist wieder undicht. Da ist wieder das gleiche Ding, ne? Da kommt wieder die Milch raus. Oh, wir fahren hier noch ein Stückchen an dem Kanal lang. Biegen aber jetzt gleich ab. Leider. Da ist echt ein mega Radweg hier. Bitte? Was haben Sie denn da gemacht? Ich habe Müll entsorgt. Ja. Wir sind nämlich wirklich, das muss man mal sagen, also hier und auch England, Wales sind überall sehr viele Mülleimer aufgestellt. Ja, hier jetzt eigentlich, also in der Stadt vor allem nicht, wegen IAA und so und Bomben und so, die kommen auch jetzt echt? Erst wieder. Ja. Was? In London findest du auch kaum Mülleimer, deswegen. Aber auf dem Land gab es jedenfalls ja eine Menge. Ja. Kommt der Zug. Zug, Zug, Schuh, Schuh. Wo dann? Schön hier, jetzt fahren wir am alten Kanal lang. Das kann jetzt erstmal so bleiben, da hätten wir nichts dagegen. Voll schön, wir haben Sonne und einen schönen flachen Weg. Kann ich meinen Schnuppe mal endlich auskurieren. Aber Gegenwind. Ja. Ja, das nächste Regenschauer. Nervig. Es ist jetzt. Ach, ja, scheiße. Auch wieder kein trockener Tag. Es nervt jetzt. Und kalt ist es halt auch. Es ist super windig. Ja. Seht selbst. Jetzt ist gerade das erste Regenbeet durch und da hinten die Wolken. Nicht möglich, dass wir hier mal einen Tag ohne Regen verbringen. Fuck. Es regnet schon wieder. Das ist echt zum Kreischen. Da hatten sie heute uns versprochen. Kurz sauber machen. Da hatten sie uns heute versprochen, dass es mal nicht regnet. Und was ist? Es regnet. Ja, krass. Jetzt scheint die Sonne wieder. Es hätte es nie geregnet heute.
Also jetzt fahren wir kurz einkaufen in Malinga. Also wir fahren diesen Tracks nach, den Railway Tracks nach Galway. Die gehen bis dahin und wir sind noch relativ dicht an der Stadt, aber halten jetzt schon mal, machen schon mal einen Giraffenhals nach einem schicken Schlafplatz. Hoffen, dass das Wetter hält. Kalt ist es schon. So, das übliche Morgenchaos. Hier gibt es jedenfalls erstmal Frühstück. Scones. Trockene Scones. Aber immerhin. Nochmal Kaffee. Ja, eigentlich wollten wir nach Galway fahren. Heute. Hätten wir vermutlich auch geschafft, aber Galway ist praktisch ausgebucht. Da gibt es quasi nur noch Schrottunterkünfte zu unverschämten Preisen. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal ein Stück weiter den Weg bis Athlin und werden da mal entscheiden, was wir machen. Vermutlich machen wir noch einen Abstecher Richtung Nord-Nordwest und geben keine 250 Euro für ein Hotelzimmer die Nacht in Galway aus. Aber es soll wieder massiv regnen die Nacht, von daher ist Zelten auch keine Option. Jedenfalls keine, auf die wir Bock haben. Lost Places. Aber cool hier drin. Windgeschützt ist es auf jeden Fall. Kann man eine schöne Gothic-Party feiern. Schon mal aufräumen zuerst. Let's have a black celebration. Ja, das wäre bestimmt eine coole. Ja. Wir sind mal wieder zusammen zum Kanal gekommen. Und sind jetzt wieder mal auf Kanal. Ich glaube, du kannst auch wieder. Ich mach mal aus, ja? Nein, ist nicht heiß. Das ist wieder nur lauwarm dann, der Kaffee. Sieht es doch schon. So, da es jetzt immer noch nicht regnet, wie nervig, nein, eigentlich nicht, haben wir uns jetzt hier noch eine Kaffeepause reingebaut und essen noch ein paar von unseren Vorräten. Damit diese Scones, hallo, guck doch mal. Boah, wir müssen Scones essen. Ich habe keine Zeit für euch. Nachher esst ihr mit dem weg. So setzt der die Prioritäten. Mhm. Könnt ihr mal sehen, wie es mir so geht. Mhm. Eine Klappbrücke. Mit Schienen. Cool. Guten Morgen. Es geht jetzt los. Da haben wir heute Nacht geschlafen. Von vorne und von innen ist es wesentlich schöner als von hinten. Das ist, aber immerhin konnten wir hier in der Garage unsere Räder abstellen und packen jetzt hier die letzten Sachen noch. So gut wie fertig. Jo, und dann haben wir gestern Abend noch viel Strecke geplant und gedingst und geschaut, was wir noch machen. Und ja, jetzt haben wir dann die Route ein bisschen angepasst. Wir fahren jetzt zuerst nach Connemara fahren. In den National Park. Da so eine 3-Tage-Runde drehen. Dann erst nach Galway. Dann weiter Richtung Süden. Ja, das ist wohl der Shannon. Oder irgendein Creek vom Shannon. Ja, guck mal, hier wird Torf gestochen. Leider. Immer noch. Da ist die Abbruchkante. Und hier liegen die Torfbriketts. Bis da hinten, da alles voll und trocknen. Da unten ist noch mehr Abbruchkante. Schon nicht viel hier, was hier gemacht wird. Schmetterlinge eigentlich Ohren? Keine Ahnung. Also ich habe jetzt schon wieder
hier einen Reifenschaden. So, wir haben jetzt, also Tom hat jetzt einen Schlauchreifen. Nein. Nein, kein Schlauchreifen. Er hat jetzt einen Schlauch am Reifen. Na gut, dann fahren wir doch mal hier durch den schönen Museumspark. Wir sind jetzt kurz vor Westport, in der Nähe vom Meer. Da hinten sind schon die Berge. Ja, wir haben tatsächlich ja noch einen Platz gefunden auf dem Camping, auch wenn der ganz schön voll ist. Also im Overflow-Bereich, auf dem Footballplatz. Kein Schmecker. Es gibt jetzt hier lecker Nudeln. Da kommen noch die lecker frischen Gewürze rein. Jetzt 2,3 Kilometer gefahren und machen zweites Frühstück. Ja. Weil wir so. Weil es so anstrengend war. Das ist Westport. Tatsächlich sehr süß hier. Euro Velo 1, dem folgen wir jetzt erstmal ein Stück. Ja, kurzes Abendessen im Pub, bevor wir uns gleich einen Schlafspot suchen, gibt es Suppe und Dennis. Und irisches Brown Bread mit Butter. So, jetzt haben wir noch ein paar Tipps von den Locals hier bekommen, wo man hier campen kann. Und erst haben sie uns abgefüllt und jetzt wollen sie, wir haben uns nicht abgefüllt, wir haben ein einziges Guinness bestellt und eine leckere Suppe gegessen. Und jetzt checken wir mal den Campspot aus am Strand. Es gibt hier zwei Beaches, die wir checken können. Das machen wir jetzt mal. Der erste Mega-Campspot für diesen Urlaub. Wir sind gerade jetzt an unserem Campingspot angekommen. That looks really nice. Also wir haben jetzt tatsächlich hier einen Mega-Campspot gefunden. Leider nicht ganz so sichtgeschützt, wie wir es gerne hätten, aber pass mal auf. Meer. Zelt. Meer. Ja, krass, oder? Ja, wir haben jetzt da hinten die Häuser, scheinen nicht bewohnt zu sein, von daher ist das, glaube ich, ganz okay. Und ja, das ist schon krass hier. Oh, wir sind gerade dabei, hier eigentlich entspannt zusammenzupacken. Jetzt ist der Wind weg. Und jetzt kommen hier Unmengen von diesen kleinen Viechern hier, von diesen Fliegen oder was das ist.
und pieken überall hin. Oh, das ist gerade echt eklig. Es war völlig entspannt die ganze Zeit hier. Oh, und jetzt ist es total nervig. Wir packen jetzt schnell zusammen und hauen hier ab. Oh, jetzt geht es auch gleich noch kräftig hier den Berg hoch. Ja, ohne Frühstück das Ganze. Und dann hatte ich einen Kaffee und ein paar Kekse. Das ist Clifton. Da gibt es hoffentlich endlich was zu frühstücken. Ach ja, es hat immer einen Tag ein bisschen Sonne. Jetzt ist schon wieder Herbst. Aber der Weg ist halt fantastisch. Schönes Wetter. Da ist ganz schön der Sturm. Guten Morgen, dachte ich. Willst du auch was sagen? Was? Ich kann nur was? Hier sind schon wieder diese Mücken. Ja, das stimmt. Und hier ist unser übliches Morgenchaos. Kurzen Blick. Wir haben schon da uns rausgeräumt. Aber leider ist auch heute wieder sehr viel Tau und alles nass und kein Wind und keine Sonne. Also wir kriegen das nicht trocken und packen jetzt nass ein. Ja, das ist der Park hier rund um diesen Fußballplatz, wo wir gepennt haben. Ja, fertig mit Waschen. Wieder alles eingelaufen. Das ging mal wieder ganz gut. Die ist auch da. Und jetzt brauchen wir noch einen Ersatzschlauch fürs Fahrrad. Den gibt es hier wohl auch. Und dann fahren wir weiter. Ja. Ja, nice, nice, ja, wirklich nice. Das ist der Wild Atlantic Way oder der Oro Velo 1. Das ist beides mehr oder weniger das gleiche. Dem folgen wir jetzt schon ein paar hundert Kilometer und dem werden wir auch noch ein paar hundert Kilometer folgen. Kommt jemand angequietscht. Ja, das zieht sich jetzt die Regenjacke aus in der Hoffnung, dass das ist wie mit dem Schirm, den man mitnimmt und dann nicht regnet. Hoffe ich. Ja, das hat bislang auch schon total gut geklappt, ja, dass wir die Regensachen da unten verstaut hatten, in der Hoffnung, dass sie genau so, wie sie da reingewandert sind, zu Hause wieder rauskommen. Heute gibt es mal asiatisches Fresschen. Dumplings. Nudels. Glauben, aber wir haben tatsächlich Sonne. Wir fahren jetzt in den Burren, wir sind gerade in Kinvara. Warum guckt er so unglücklich? Es ist ihm warm. Ich bin schockiert. Er ist schockiert von der Sonne. Ich auch. Das ist ja echt mega. Hier hinten. Geht es dann raus. Nix. Aufs Wasser. Aufs Meer. Wir fahren wirklich in der Sonne.
ist nicht zu glauben. Man sieht schon die ersten nackten Oberkörper. Esels. 5 Stück. Here we are. In the Burren. Da fahren wir jetzt hin. So, jetzt sind wir drin. Wir sind oben. Da kommt noch was Höheres. Ich bin jetzt hier am Polner Brown Dolmen und Tom wollte nicht mit her. Keine Ahnung. Ich finde das ja voll mega interessant, dieses Ding. Und vor allem faszinierend, wie die das damals geschafft haben, diese 1,5 Tonnen, die dieses Deckelteil wiegt, zu bewegen, ohne irgendwelche Maschinen. Krass. Echt. So. Großer Gang. Es darf nur kein Fahrzeug kommen. Ja, jetzt sind wir wieder am Meer. Jetzt haben wir den Burren durchquert. Es ist jetzt 7 Uhr. Und wir suchen jetzt einen Schlafplatz. So, wir haben jetzt irgendwie unseren Campingspot für heute Abend gefunden. So, da schlafen jetzt die Räder. Und irgendwo hier schlafen gleich wir, also später. So, Abendessenzeit. Es gibt Brot mit Hummus, bisschen Käse, Gurke und Reispudding zum Nachtisch. Diesmal keine Instant-Nudeln. Ja, wir hatten heute Mittag schon. Also sie hatte schon warm. Einmal am Tag muss reichen. Jedenfalls haben wir hier einen geilen Spot fürs Abendessen mit Blick auf Galway Bay. Galway Bay. Guten Morgen aus dem Regenzelt. Guckt euch mal die Sauerei an. So ein geiler Campingspot und dann so ein Sauwetter. Wir haben noch gar keinen Blick ins Zelt geworfen, glaube ich, hier in unser heimeliges Chaos. So, mal. Hier so schlafen wir hier so. Ja, Juli, ich durchaus bei uns hier in unserem Einzimmer-Apartment. Und in der anderen Richtung sieht es so aus. So, auf geht's. Also, hoffentlich der Sonne entgegen. Aktuell ist es noch irgendwie mies. So ein Nieselregen, der alles durchweicht. Aber noch nicht mal im Regenradar erscheint. So sieht's auch aus. Regensetup. Es wird besser. Da hinten kommt blauer Himmel raus. Haben wir ja Glück bei den Klippen. Turialarm. Dulin. Das hat auch schon mal besser ausgesehen. Da könnte man noch ein schönes Bed and Breakfast draus machen. Ja, ihr Lieben, schaut euch das Spektakel hier mal an. Wir sind jetzt bei den Cliffs of Moher. Moher. Cliffs of Moher. Und hier ist echt die Touri-Hölle los. Ja, wegen ein paar Klippen. Und ich wäre ja gleich weitergefahren, aber Stevie wollte unbedingt noch dahin. Und ist jetzt mal alleine losgedackelt. Und ich nutze die Zeit, um hier ein bisschen zu trocknen. Hier sind die Cliffs of Moher. Ja, es ist leider ein bisschen voll hier. Da hinten ist alles blau.
Deswegen war ich eine halbe Stunde zu früh hier. Also, eigentlich ja nur ich. Der andere ist ja die Räder bewachen geblieben. Ich hatte keine Lust auf diese Menschenmassen hier. Touri-Attraktion abgeklappert und lassen mal die Busse fahren. Und fahren jetzt hier auf einer schönen kleinen Nebenstraße weiter Richtung Kilrush. Jetzt sind wir gleich in Kilrush. Das ist der, ja, unsere Station für heute. Da haben wir ein Zimmer in einem Pub gebucht. Da geht's mal wieder unter die Dusche. So, da seht ihr die Fähre in Killimore. Die nehmen wir jetzt über den Shannon. Wir haben auch da Postkarten geschrieben, tatsächlich. Tschüss, Postkarten. Hier ist ein schöner alter irischer Friedhof mit alten Gruften und einer zumindest teilweise verfallenen Kathedrale. Voll cool, sowas kennt man ja bei uns gar nicht. Echt schön. So, wir sind jetzt durch Tralee durch. Tralee Trella. Und fahren jetzt Richtung Sonne. So, es sieht so aus, als hätten wir uns einen Übernachtungsplatz gefunden. Nachdem wir jetzt diese scheiß Nationalstraße mal wieder fahren mussten, haben wir hier einen mega Strand. Na, how looks this out? Wir fahren jetzt den Hammer Strand hier lang und wollen unbedingt hier schlafen. Suchen jetzt einen Schlafplatz, der hoch genug liegt. Es ist wirklich richtig schön jetzt hier und vor allem ist keine Menschenseele hier außer uns beiden in unseren Rädern. Aber das sind ja Radseelen. Das ist ja mal hübsch.